Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Food Factory. Und heute erwachen wir was mit Lachs. Und zwar einen Flemmlachs mit Rode Beete und Ziegenkäse. Und bevor wir anfangen, müssen wir beim Lachs noch was machen, denn das ist ein fangfrischer Wildlachs und den müssen wir natürlich noch enthäuten. Alternativ könnt ihr natürlich auch gerne bei eurer Fischtheke fragen, ob sie die Haut gleich wegmachen. Ich schneide mir hier so ein kleines Stück vom Fisch raus, dann habe ich einen besseren Zugang zur Haut und kann damit jetzt besser unter dem Fisch entlang fahren. Und ja, ich weiß, ich brauche dringend mal wieder ein Filetiermesser, weil sonst sieht das hier so stümperhaft aus. Aber wenn ihr schöne kleine Schnitte macht, dann kriegt ihr die Haut auch einwandfrei vom Fisch ab. Den Fisch tun wir jetzt würfeln und hier sieht man, wie toll der Fisch ist, denn die Farbe ist 1A, die Fetteinlagerungen sind super und natürlich die Farbe finde ich hammermäßig geil. Es ist ein richtig schönes lachsfarbene Farbe und kein Orange, wie es immer bei den Billigfisch oder natürlich bei TK-Fischen ist. Ich tue das Ganze übrigens würzen mit dem skandinavischen Fischrub von Hardcore Gewürze. Ihr könnt natürlich eure Lieblingsgewürzmischung nehmen oder einfach selbst was kreieren aus Zitronen, Pfeffer, Salz, Dill und was ihr sonst noch so an Kräutern und frischen Gewürzen in eurer Küche findet, die dazu passen. Dann brauchen wir noch eine halbe Zwiebel. Die tun wir halbieren, also die ganze Zwiebel halbieren und dann in feine Würfel schneiden. Und die andere Hälfte schneidet ihr auch in feine Würfel. Die brauchen wir dann später nochmal. Das Ganze geben wir zum Lachs. Und natürlich, was darf nicht fehlen, frischer Fisch heißt frische Kräuter und natürlich auch frischen Dill. Das kommt natürlich auch noch alles mit da rein. Dann tun wir das jetzt schön durchmischen. Und dann lassen wir den Fisch sozusagen in unserer schönen Marinade ziehen. In der Zwischenzeit kullern wir hier ein paar Rote Beete-Kügelchen aus. Alternativ könnt ihr natürlich auch die Rote Beete einfach in Würfel schneiden. Oder wie ich es jetzt hier dann auch noch gleich mache, in Scheiben. Das ist eigentlich im Grunde egal. Hauptsache, ihr habt am Schluss einen coolen Rote Beete-Salat. Ich habe das natürlich, weil es optisch ein bisschen cooler aussieht, in Kügelchen gemacht. Und suche mir jetzt noch ein paar schöne Scheiben aus. Und das Ganze marinieren wir dann herrlich. Also hier ist jetzt mein Best-of-Auswahl von Rote Beete-Kügelchen und Scheiben. Dazu geben wir jetzt Apfelessig. Als Highlight habe ich noch das Chili Jalapeno Salz mit Vanille von Markus. Dann gebe ich noch ein bisschen groben Pfeffer drauf und Olivenöl und natürlich unsere fein geschnittenen Zwiebeln. Der Lachs hat jetzt so eine halbe Stunde mariniert noch. Ihr könnt es natürlich auch gerne länger marinieren lassen. Ich gebe das jetzt Ganze in Förmchen. Wenn ihr keine Förmchen habt, könnt ihr das gerne auch versuchen, mit der Hand ein bisschen in Form zu bringen. Oder ihr lasst den Fisch einfach im Ganzen. Das funktioniert natürlich auch einwandfrei. Da mariniert ihr einfach im Ganzen. Und zwar kommt es jetzt bei 250 Grad in den Ofen. Und zwar habe ich einen Kernfühler genommen und den Kernfühler auf 52 Grad gestellt. Einfach aus dem Grund, weil der Fisch sowieso extrem nachzieht und somit dann perfekt ist, wenn ihr ihn serviert. So, der Fisch ist im Ofen und jetzt kommt unser Ziegenkäse. Den tun wir einfach in Scheiben runterschneiden. Ihr könnt natürlich auch gerne einen anderen Käse nehmen. Ich tue drauf deutsches Meersalz von Sylt und groben Pfeffer. Dann gebe ich das Ganze einfach bei der Restwärme noch in den Ofen mit rein und tue das danach einfach mit braunem Zucker karamellisieren. Und das war es im Grunde auch schon unser Video. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Anrichten zugucken. Das ist immer so entspannend, finde ich. Und vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Habt die Ehre, euer Hannes aus der Food Factory.